Ich möchte euch heute mit einem Gruß begrüßen. Я бы хотел бы вас приветствовать чудесным приветствием. Das war der Gruß Jesu Christi nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern. Это было приветствие Иисуса Христа после его воскресения. Брüder und Schwestern, братья и сестры, Jünger Jesu, ученики Иисуса Христа, Friede sei mit euch. Мир вам. Möge der Friede Gottes in unseren Herzen wohnen. Пусть мир Божий живет в наших сердцах. Und uns immer mehr und mehr erfüllen an den wahren Glauben an den Herrn. Наполнял живой и истинной верою. Es ist ein ganz besonderer Tag für uns. Очень особый день для нас сегодня. Wir haben ihn auch ganz besonders gestartet. И мы по-особому его начали. Wir haben von einem Kind gehört, eigentlich die ganze Auferstehungsgeschichte. Мы слышали от маленького ребенка историю о воскресении. Wir haben zusammen mit unserem Mund bekannt, dass er auferstanden ist. Мы исповедовали своими устами, что он воскрес. Und das ist herrlich für die Gemeinde Gottes an diesem Ort, in dieser Zeit. И очень чудно для Церкви Божией на этом месте, в это время. Preist dem Herrn. Слава Богу. Ich möchte mit euch zusammen an diese Ereignisse erneut gedenken. Я бы хотел бы вместе с вами вспомнить вновь те события. Wie ist es denn gewesen? Как оно все было? Wie war es für die Jünger? Как оно было для учеников? Wisst ihr, wir wissen, als Jesus gestorben ist. Мы знаем, когда Иисус Христос умер. Dass Rüsttag war. Что была Пасха. Und man wollte den Leib nicht hängen lassen. И не хотели оставить тело висеть на древе. Wisst ihr, der Tod Jesu, er war, ich sag mal, ehrenlos. Вы знаете, смерть Иисуса, я скажу так, она была как бы бесславна. Aber als Jesus gestorben ist, ist ein Josef aus Arimathea. Но когда Иисус умер, Иосиф из Аримафеи. Er ging zu Pilatus. Он пошел к Пилату. Es war ein sehr angesehener Mann. Это был, ну, видный человек. Und dieser Josef hat um den Leib Jesu gebeten. И он просил у Пилата тело Иисуса. Und Pilatus gab ihm auch diesen Leib. И Пилат отдал тело. Und dieser Josef hat ein Grab gehabt, das frisch gefertigt wurde. И Иосиф имел гроб, который был высечен. Er war ganz neu gefertigt. Он был новый гроб. Darin ist noch niemals jemand gelegen. В нем никто еще не был погребен. Und dort wurde unser Herr begraben. И там был положен наш Господь. Und ich möchte sagen, я должен сказать, also man hat Jesus dennoch geehrt. И в это время все равно почтили. Und man hat ihn in Leinentüchern gewickelt. Его обвили плащаницей. Man hat ihn in dieses Grab gelegt. И положили в этот гроб. Und man hat das Grab verschlossen. И завалили камнем. Und in dieser Zeit, и в это время, Es ist so viel in den Menschen passiert. Так много произошло в людях. Es gab so verschiedene Personengruppen. Разные были люди, личности, группы. Die einen wollten den Tod von Jesus. Некоторые желали смерти Иисуса. Die haben darum gekämpft, dass er gekreuzigt wird. Они боролись за то, чтобы он был распят. Das waren hauptsächlich die Pharisäer. В обществе это были фарисеи. Dann gab es aber auch andere Menschen. Но была другая группа людей. Die geweint haben, was sie gesehen haben, was sie mit dem Heiligen machen. Которые плакали, когда они видели, что происходит с святым. Und wir sehen, als dieser Kreuzzug oder dieser Zug war, wo Jesus das Kreuz getragen hat. И мы видим, когда Иисус Христос нес крест на Голгофу. Dort gab es Menschen, die ihn gefolgt sind und geweint haben. Были люди, которые сопровождали его и плакали. Zu denen Jesus gesagt hat, weint nicht um mich, sondern um euch und eure Kinder. Которым Иисус Христос сказал, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и детях ваших. Aber es gab verschiedene Personengruppen. И были разные люди, личности, группы. Es gab viel Trauer. Много было горя. Und wisst ihr, das Schlimmste, was passiert ist, и знаете, что было самое худшее, das что das, was wir schon zuvor gehört haben. Что мы до этого уже слышали. Und das ist tatsächlich, Geschwister, so. И так оно и есть. Das Schlimmste, was wir dem Heiland antun können, самое худшее, что мы можем сделать Господу. Das ist nach all dem, was er für uns getan hat. После того, что
Он сделал для нас, nicht glauben, что мы не будем верить. Das ist das Schlimmste, was wir Menschen überhaupt machen können. Это самое худшее, что мы можем сделать. Nach all der, ich sag mal, der Hingabe. После всего подвига. Und das ist passiert. И это произошло. Die Menschen haben vor Schrecken das alles gesehen. Люди видели и смотрели на это с ужасом. Und haben alles. Es scheint so, als hätten sie alles vergessen, was zuvor mit Jesus war. И так выглядит, как будто они все забыли, что было до этого. Aber wisst ihr, но знаете, das Gute ist, самое чудное, dass den, den sie begraben haben, того, кто был погребен, tatsächlich der Heiland war. То был воистину Господь. Und dass er eine Botschaft vor seinem Tod gesagt hat. И он дал эту весть перед своей смертью. Und dass er immer das umgesetzt hat, was er gesprochen hat. И он всегда делал то, что он говорил. Entweder gleich oder hat eine prophezeit, was noch kommen wird. Или оно происходило сразу, или оно происходило потом пророчески. Und in dieser Zeit, и в это время, wo die Menschen gesehen haben, es ist erschien, es ist alles vorbei. Где люди увидели, все закончилось. Der Freitag ist vorbei. Прошла пятница. Wir lesen, мы читаем, dass die Pharisäer, die erinnerten sich an die Worte Jesu. Что фарисеи, они вспомнили слова Иисуса. An was haben sich erinnert? Что они вспомнили? Sie haben sich erinnert, Jesus hat gesagt, dass er am dritten Tag auferstehen wird. Вспомнили, что Иисус сказал, что он в третий день воскреснет. Sie haben dem natürlich nicht geglaubt. Они, конечно, не поверили этому. Sondern was haben sie denn gemacht? Но что они сделали? Aber sie haben eine Gefahr darin gesehen. Они видели в этом опасность. Sie dachten, es kann doch so eine große Lüge daraus kommen. Может быть, произойти такая большая ложь. Dass er auferstehen wird, das kann ja gar nicht sein. Чтобы он воскрес, такого не может быть. Aber seine Jünger können kommen und können ihn rauben und dann sagen, er ist auferstanden. Но его ученики могут прийти и украсть тело и сказать, что он воскрес. Und diese Sorge hat sie zu Pilatus gebracht. И эта забота она привела их к Пилату. Und sie haben gesagt, Pilatus, wir erinnern uns, dieser hat das und das gesagt. И они сказали ему, мы вспоминаем, что этот сказал так и так. Gib uns Wächter, stelle eine Wache auf, damit sie ihn bewahren, dass genau das nicht passieren wird. Дай нам людей, мы поставим стражу, чтобы это не случилось. Brüder und Schwestern, hat Pilatus ihnen beigewilligt? Братья и сестры, что сделал Пилат? Ja, er hat gesagt, nimm diese Wache, stell dich auf, damit wirklich keine Lüge passiert. Он сказал, у вас есть люди, возьмите и поставьте стражу. Und so ist das Grab. И вот этот гроб. Jesus liegt darin. Тело Иисуса там. Es ist ein großer Stein davor gewälzt. И гроб завален большим камнем. Das Grab ist komplett versiegelt. И печать на нем. Und es stehen Wächter, Krieger. И вот стоят воины, стража. Und schaut. И посмотрите. Brüder und Schwestern. Братья и сестры. Es war keine irdische Auferstehung. Это не было земное воскресенье. Wir lesen in dem Wort Gottes, dass ein Engel auf die Erde kam. Но мы читаем, что ангел с неба сошел. Und hat mit einer himmlischen Kraft diesen Stein weggewälzt. И небесную силу отвалил этот камень. Und es ist ein großes Erdbeben passiert. И было сильное землетрясение. Und als diese Wächter sahen, was passiert ist, sind sie wie tot umgefallen. И когда увидели это стража, они стали как мертвые. So ist Jesus Christus auferstanden. Вот так воскрес Иисус Христос. Und Jesus ist aus dem Grab gegangen. И Иисус Христос вышел из гроба. Brüder und Schwestern, братья и сестры, ich möchte mit euch zusammen nochmal sagen, я бы хотел бы вместе с вами еще раз сказать, Jesus ist auferstanden. Христос воскрес. Christus ist auferstanden. Христос воскрес. Christus ist auferstanden. Христос воскрес. Nimm Platz, Geschwister. Садитесь, братья и сестры. Wisst ihr, знаете, und die Frauen kamen. И женщины пришли. Ich möchte noch einmal diese Ehre Jesus gegenüber hervorheben. Я бы хотел бы превознести почести Иисусу. Die Frauen haben daran gedacht, sie haben, es liegt dort auch ein Leichnam von Jesus. Женщины рассуждали, там лежит тело Иисуса. Sie haben Salböle, sehr hochwertige Öle genommen. Они приготовили ароматы дорогостоящие. Und sie wollten zu seiner Ehre ihn auch salben. И они хотели помазать тело Иисуса. Und sie gingen.
diesem Grab und dachten bei sich, wer wird uns denn diesen Stein wegwälzen? Думали, кто отвалит нам камень? Ich möchte uns vorlesen. Я хотел бы зачитать. Lukas Evangelium Kapitel 24. Евангелие от Луки 24 глава. Was passierte, als die Frauen zum Grab kamen? Что произошло, когда женщины подошли к гробу? Ab Vers 2. Sie fanden aber den Stein von dem Grab weggewälzt. Со второго стиха. Но нашли камень отваленным от гроба. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. И вошедшие не нашли тело Господа Иисуса. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Когда же недоумевали они об этом, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми. Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war. Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее. Und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Сказывая, что сыну человеческому надлежит быть предану в руки людей грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть. Unter Vers 8. И восьмой стих. Da erinnerten sie sich an seine Worte. И вспомнили они слова его. Brüder und Schwestern, братья и сестры, warum haben sie denn diese Worte vergessen? Почему забыли они эти слова? Jesus war so lange doch bei ihnen, hat so viel geredet. Warum diese? Иисус Христос такое долгое время был с ними. Warum haben sie so wichtige, so bedeutende Worte, dass er leben wird und auferstehen wird, vergessen? Почему такие нужные и важные слова, что он умрет и воскреснет, они их забыли? Geschwister, so ist unser Leben. Братья и сестры, вот так в нашей жизни. Wir sehen oftmals mit unseren Augen. Мы очень часто нашими глазами. Dinge, die uns umgeben. Вещи или ситуации, которые нас окружают. Ereignisse, die uns umgeben und auch uns beeinflussen. Вещи, которые нас окружают и влияют на нас. Und wir vergessen die Worte unseres Herrn Jesus Christus. И мы забываем слова Иисуса Христа. Er hat doch diese gesagt. Он же эти слова сказал. Schaut mal, wie viele Verheißungen wir Menschen, wir Christen haben von dem Herrn. Посмотрите, сколько обетований дано нам, христианам. Und oftmals fehlt es uns an diesem Wort, das Jesus schon gesprochen hat in unserem Herzen. И очень часто недостает нам слова в сердце нашем, которое сказал уже Иисус Христос. Doch schaut, was hier passiert ist. Посмотрите, что здесь произошло. Unabhängig, ob sie geglaubt haben, ob sie nicht geglaubt haben. Независимо от того, верили они или не верили. Unabhängig, dass sie diese Schrecken gesehen haben und alle geflohen sind. Независимо от того, что видя этот ужас, все бежали. Unabhängig, dass so viele Menschen dachten, das ist doch der Messias und ihn sterben haben sehen und den Glauben verloren haben. Независимо от того, что многие люди видели и верили, что это Мессия. Но когда он умер, они потеряли веру. Ist er dennoch auferstanden? Все равно он воскрес. Und ich möchte uns allen sagen, я хотел бы всем сказать, das ist passiert, damit unser Glaube erneut stark wird. Что так произошло, чтобы мы укрепились в вере. Und in diesem Moment erinnerten denn diese Frauen sich an das, was Jesus sprach. И в этот момент женщины вспомнили о том, что говорил Иисус Христос. Die Engel haben sie erinnert. Ангел напомнил им об этом. Und wir sehen die weitere Geschichte. Мы видим дальше, как проходила история. Dass Jesus sich Maria Magdalena offenbart. И Иисус Христос открылся Марии Магдалине. Ab wann glaubt sie an ihn? А с какого момента она стала ему верить? Als er sie bei Namen genannt hat, Maria. Когда он назвал ее по имени Мария.
Er hat sie bei Namen genannt. Он назвал ее по имени. Sie haben miteinander eine gewisse Zeit geredet. Они какое-то время говорили друг с другом. Sie hat nicht verstanden, dass es der Herr ist. Она не поняла, что это Господь. Bis er sie bei ihrem Namen genannt hat. Но когда он назвал ее имя. Und dann hat sie verstanden, dass der Herr auch verstanden ist. Тогда она поняла, что Господь воскрес. Wisst ihr? Знаете? Warum ist denn das alles passiert? Почему оно так произошло все? Wisst, Jesus Christus ist auferstanden. Warum? Иисус Христос воскрес. Почему? Для чего? Wir haben jetzt. У нас теперь имеется. Jeder von uns hat jetzt die Möglichkeit. Каждый у нас имеет эту возможность из нас. Die Voraussetzung ist dieser Glaube. И мы должны подходить к этому с верою. Weil Jesus Christus lebt. Потому что Иисус Христос жив. Deshalb können wir heute zu einem lebendigen Gott beten. Поэтому мы можем сегодня молиться к живому Богу. Jesus lebt und deshalb kannst du dein Herz ausgießen vor ihm. Иисус Христос жив, и поэтому ты можешь обращаться к нему. Und weil Jesus lebt, möchte er erneut diesen Kontakt mit jedem Menschen haben. И потому что он жив, он хочет с каждым человеком иметь личный контакт, общение. Einige vernachlässigen das Gebet. И многие оставляют, к сожалению, молитву. Doch in diesem Gebet verbindest du dich mit dem Heiland und du erlebst es leibhaftig. Но молитва это есть соединение с твоим Господом, и ты можешь переживать это в твоем теле. Deshalb ist Jesus auferstanden. Для этого и воскрес Иисус Христос. Um der Heiland für dich in aller Kraft und Macht zu sein. Чтобы быть для тебя Господом во всей силе и славе. Damit sein Blut heute dich reinwäscht, uns unwürdige Menschen. Чтобы его кровь на сегодня нас, недостойных людей, омывала от грехов. Dass wir zu ihm kommen, indem wir einsehen, was haben wir denn, Herr, vor dir falsch gemacht. Чтобы мы могли приходить к нему, осознавая, что мы сделали что-то не так. Und durch diese Reue, и через это осознание, diesen ursprünglichen Kontakt der Mensch und der Herr allein. И этот контакт личный с Господом и человеком. Dass diese göttliche Verbindung, die ursprünglich von Gott geschaffen wurde auf Erden. Что это соединение с Богом и человеком, которое было создано в начале создания. Bruder und Schwester. Братья и сестры. Damit wir. Чтобы мы. Damit ich. Чтоб я, damit du чтобы ты, diesen Kontakt haben kannst, wie damals Adam und Eva ursprünglich hatten. Чтобы мы имели этот контакт с Господом, который был потерян. Die geredet haben. Которые общались. Die sich ausgetauscht haben. Которые имели общение друг с другом. Die zusammen eine glückliche Beziehung hatten. И это чудное и счастливое общение. Fern von Sünde. Далеко от греха. Fern von irgendwelchen Hindernissen zwischen der göttlichen Gemeinschaft. Далеко от всех препятствий в общении с Богом. Das ist durch den Tod und Auferstehung Jesu Christi erneut wahr geworden für uns Menschen. Все препятствия ушли через смерть и воскресение Иисуса Христа. Препятствия между Богом и человеком. Preist dem Herrn, Geschwister. Слава Господу. Der Herr ist lebendig. Бог живой. Und wisst ihr, и знаете, ich möchte noch zum Abschluss etwas lesen. В конце я хотел бы еще что-то зачитать. Vielleicht denkt jemand, es ist alles vergangen. Может быть, кто-то думает, это было в прошлом. Das war eine zeitliche Ereignis, wo wir daran gedenken, wie ein Brauch. Это был отрезок времени, который мы вспоминаем. Nein, es ist nicht so. Нет, оно не так. Bruder und Schwester, es ist nicht so. Братья и сестры, оно не так. Dieses Ereignis, но это событие, hat eine ewige Kraft in Jesus Christus. Оно имеет вечную силу в Иисусе Христе. In Jesus Christus haben die Menschen diese Möglichkeit. В Иисусе Христе люди имеют эту возможность. Tatsächlich von Gott neugeboren zu werden. Поистине от Бога иметь возрождение. Ich möchte lesen. Я хотел бы зачитать. Erster Brief Petrus. Первое послание Петра. Kapitel 1. Первая глава. Ab Vers 3 und 4. Третьего стиха. Gelobt sei Gott,
und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einem lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Brüder und Schwestern. Братья и сестры. Jesus hat es hier auf Erden vollbracht. Иисус Христос совершил это здесь на земле. Und das ist für dich und für mich passiert. Это для меня и для тебя было сделано. Das ist für die passiert, die heute gar nicht hier sind, sondern irgendwo noch draußen. И это для тех было сделано, которые еще даже не здесь, но где-то там, das в миру. Das ist für die Menschen passiert, die die Erde bewohnen. Это было для людей, которые живут на земле. Doch wie träge sind die Menschen geworden. Но, к сожалению, как сонны духовно стали люди. Schaut, was Petrus hier schreibt. Посмотрите, что пишет здесь Петр. Das ist passiert. То, что было заделано. Für ein unvergänglichen, unbefleckten und unverweltliches Erbe für uns. Что было сделано для нас. Наследство нетленное, чистое, неувядаемое для нас. Was bedeutet das? Что это значит? Das bedeutet, dass wir für Jesus wichtig sind. Это значит, что мы для Иисуса Христа очень важны. Das bedeutet, dass er mit uns hier auf Erden schon diesen Kontakt haben möchte. Это значит, что он уже желает с нами здесь на земле уже иметь общение. Und es ist noch nicht genug. И это не все. Er möchte uns ein Erbe geben, wo er mit uns, mit dir und mit mir ewiglich Zeit verbringen kann und will. И он хочет дать нам наследство там на небесах, и оно вечно. И хочет пребывать с нами там. Brüder und Schwestern. Братья и сестры. Deshalb musste dieser Sieg Jesu Christi stattfinden. Поэтому должна была совершена эта победа Иисусом Христом. Deshalb ist er auf die Erde gekommen, um es zu beweisen und zu vollbringen. Поэтому он пришел на землю, чтобы это показать и совершить. Und ich möchte. Я желал бы. So sehr in meinem Herzen. Очень желал бы это в моем сердце. Dass wir Gott Ehre aussprechen. Чтобы мы прославили Бога устами. Dass wir mit unserem Mund bekennen. Чтобы мы исповедовали. Erneut bekennen. Чтобы мы исповедовали заново. Christus ist auferstanden. Христос воскрес. Christus ist auferstanden. Христос воскрес. Christus ist auferstanden. Христос воскрес. Lasst uns beten und ihm die Ehre geben. Мы будем молиться и воздадим ему славу.